Welcome to the DMG Gok Juice Production. Ja, hallo, wir sind hier wieder heute vereint und ich wollte ein bisschen Wissenschaft machen. Also, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Kram, du wolltest uns doch eigentlich mal aufklären, warum der Obi zwei verschiedene Augenbrauen hat. Eine oben und eine unten. Ja, das stimmt schon. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept gerückt. Aber gut, schauen wir uns das einfach mal an, wie es in der Praxis aussieht. Hallo, ich begrüße euch hier recht herzlich und ich bin froh, dass wir heute mal darüber sprechen, warum eine Augenbraue oben ist und eine Augenbraue unten ist. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, denn Wissenschaft ist Wissen, das schafft. Ja, das ist aber schön, dass ich auch heute dabei sein darf, denn es interessiert mich und meine kleine Piu-Piu-Box. Nee, ihr kennt das ja mittlerweile schon. Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Das ist ja auch schon Wissenschaft für sich. Ja, genau. Und deswegen sind wir heute hier nicht ganz allein, denn ich habe noch einen wissenschaftlichen Kandidaten hier, der eigentlich auch immer vor seinem Dampferleben sehr wissenschaftlich über gewisse Körpervorgänge diskutiert hat. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja auch eine kleine Nuckelfee. Ja, ich bin nie vom Schnuller weggekommen. Ja, so, also folgendermaßen. In der Entwicklung des Körpers im Mutterleib ist es nun mal so, dass bei einem männlichen Kandidaten sich die Hoden in den Nieren entwickeln. Da hat er jetzt gerade Hoden gesagt. Jetzt mal ein bisschen ernst hier. So, und die Hoden haben eine Verbindung zum Rückenmark und die Verbindung zum Rückenmark führt sich fort bis in den Nacken und in den Kopf. So, und wenn sich die Hoden dann nach der Geburt irgendwann absenken, senken sich die Augenbrauen mit ab, weil die Verbindung ja steht. Senkt sich ein Hoden nicht ab oder ist nicht vorhanden, dann gibt es kein Gleichgewicht in den Augenbrauen und somit hängt eine Augenbraue höher als die andere. Ja, so, jetzt Augenbrauencheck. Ich glaube, die sind noch alle da bei mir? Ja, super, super, super. Also kann ich es fortführen. Ich habe zwei Eier und kann auch piu, 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 piu machen. Ich bin jetzt auch sehr erleichtert, dass ich zwei Augenbrauen habe. Hab ich gesehen und jetzt kann ich weitermachen. Also bis dann, dampfen. Ja, aber Moment, was mir jetzt gerade auffällt. Phil, zeig mir mal deine Augenbrauen. Nein. Ach komm schon, Phil, wir sind hier unter uns. Zeig sie uns mal. Nein. Ach komm schon, Phil. Piu, 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 piu. Augenbrauencheck. Piu, piu, piu. Nein. Okay. Keine Augenbrauen. Thank you.